So, gut, okay. So, schneller galoppieren. Du hast dich beschwert, dass er immer langsam wird. Jetzt machen wir ihm einfach Beine. Okay? So, jetzt wieder zurück. Du musst deinen Körper schnell in. So, locker, 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 locker. So, okay, gut. Da unten lassen, so. Komm, die Gerte, dein Körper muss schneller springen wollen. So, genau. Okay, gut. So, und loslassen, und loslassen. Gesehen und wieder weg. Ich kann auch nur mal eine Anleitung geben. Und wieder durchbringen zum Schritt. So, dann nimmt man sich Zeit. Schritt. So, Schritt. 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 Genau. Die Gerte umfassen. Okay. Und dann wieder Versammlung. Als wenn du jetzt piaffieren willst. Links war es ein bisschen schwieriger. So, als wenn du anpiaffieren willst. So ein bisschen, dass er so Versammlung zeigt. Komm, 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 komm. So, Schritt, wieder Schritt. Langsam. Und dann galoppierst du an und bleibst im Schritttempo. Ganz langsam. Nur angaloppieren und ganz langsam. Langsam. So, so. So, und schneller denken. Du musst deinen Körper schneller einsetzen. So, okay, gut. Gut. So, okay. Und loslassen. So. Der soll einfach nur schneller gehen. Ganz genau. Und wieder loslassen. Zurücknehmen und lass mal die Hand vor. So, klopf ihn vorne an. So, und bleib mit dem äußeren Schenkel hinten. So, genau. Jawohl. Okay. So, nicht mit deiner Faust krabbeln am Hals. Anklopfen. Gut, gut. Der soll einfach nur schnell werden, auch hier Muskulatur in dieser Galoppade bilden, sodass ihm diese Versammlung leicht fällt. So, komm, so, okay, äußeres Bein bleibt da hinten. So ist gut, jawohl. Lass mal los vorne, lass mal los, so, okay, und die Gerte dran, und die Gerte dran. So, vorne loslassen. Vorne loben, hinten toben, sage ich immer, nicht? Das muss immer hinten, muss die Musik langsam aus der Schenkel zurück und loslassen. So, und loben vorne. So, genau. Siehst du? Und nimmst ihn wieder zurück. So, ganz genau. Sehr gut. Du machst dann einfach so, genau. So ist das gut. Gut. Besser. So, dann wieder Schritt. So, Schritt. Gut. Loben, langlassen. Entlassen. Aus der hohen Versammlung langsam entlassen. Loslassen. Gut. Und halten. Und stehen. Jetzt warten wir es mal einmal ab, was der sagt. Stehen, bisschen durchs Genick reiten. Bisschen durchs Genick halten. So. Bisschen durchstellen, die Gerte mal anlegen. Was er macht. So. 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 Gut, 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 gut. So. So. Und warten. So. Und wartest einfach, bis er mal durchatmet. Nicht? Das erfordert Geduld. Ich wollte nur mit zeigen, wenn Sie da zu Hause so in der Lage sind, bleiben Sie ruhig mal stehen. Auch wenn andere lachen. Aber das Pferd lacht auch, wenn das gut gelingt. So, okay. Und wenn das geschehen ist, dass er durchatmet, dann kann man weitermachen, kann man weiterreiten. Aber so sollte man einfach mal warten. Dann entspannt sich das Pferd nämlich innerlich. Und das ist entscheidend. Wenn der Kopf klar bleibt und das Pferd sich innerlich entspannt. Ich denke, Natascha, das reicht. Wenn du, hast du das mitgenommen? Das wollten wir erarbeiten. Und ich möchte mich bei Ihnen jetzt für das lange Ausharren ganz herzlich bedanken. Ich möchte mich an dieser Stelle auch bei dem Initiator dieser Altmeisterserie, Frank Henning, bedanken, der so unermüdlich ist, immer wieder das klassische Reiten an den Mann bringen will. Bedanken möchte ich mich aber auch bei seiner Frau, die immer da steht und arbeiten muss. Bedanken möchte ich mich bei der Familie Hetze. Aber nicht zuletzt möchte ich mich bei den Reitern bedanken, aber insbesondere bei Ihnen, die so lange ausgehalten haben. Danke, denken Sie mir daran, ein Pferd ist immer ein Pferd. Drum Reiter, bleiben Sie immer ein Reiter. Herzlichen Dank. Ja, meine Damen und Herren, ich mache es jetzt auch ganz kurz. Du bist wie immer einmalig, das muss man ja nochmal sagen. Du bist der One and Only, the Mr. President. Und Ihnen wünsche ich ganz viel Spaß beim Reiten. Die Pferde können nichts dafür, ob wir es nun können oder nicht. Wir müssen uns bemühen. Und ansonsten viel Spaß beim Reiten. Wir sehen uns wieder. Wir haben den Niederrhein ja jetzt entdeckt. Bis nächstes Jahr. Tschüss zusammen. Applaus